So, und damit dann auch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar Siren Blood Curse. Ja, wie wir sehen, wir sind noch im Startbildschirm, beziehungsweise im Startbildschirm natürlich noch auf dem PlayStation-Bildschirm, weil ich euch mal zeigen wollte, was ich da für schöne Melodien schon im Hintergrund höre. Ja, ich weiß momentan noch nicht genau, worauf ich mich einlasse. Ich spiele dieses Spiel absolut blind. Ich kenne auch die beiden Vorgänger davon nicht. Mir wurde aber berichtet, dass es der dritte Teil wäre. Denn die liebe Nyasu hat mich gebeten oder gesagt, erwähnte, dass sie das wohl gucken würde, wenn ich das mal Let's Playen würde. Da habe ich mir gesagt, okay, ich bin mal so nett, ich mach das. Anhand der Hintergrundmelodie, ja, gut, wird's wohl ziemlich gruselig. Ja, das Spiel ist ab 18. Worum geht's? Wir sind wohl ein Filmteam, so wie ich das mitgeschnitten hatte, was auf dem Cover steht, in Japan, in einem japanischen Bergdorf. Und ja, das ist im Prinzip so der aktuelle Anfang. Ich muss mal eben ganz kurz mal wieder meinen Bildschirmschoner ausschalten. Da wie jedes Mal, wenn ich einen Neustart mit meinem Rechner mache, der mir den Bildschirmschoner wieder einschaltet, der Spinner. Ich hoffe, dass das jetzt mit der Aufnahme vollständig funktioniert, denn irgendwie habe ich einen Wackelkontakt auf meinem USB-Port. Und ja, musste also eben gerade schon einmal die Aufnahme neu starten und habe mich eben eine Stunde lang mit dem Rechner geprügelt, bis der den Grabber wieder aktiviert hat und bla. Aber das soll jetzt nicht unser Problem sein, sondern mein Problem ist, ich starte jetzt dieses Spiel und ja, schauen wir mal, was draus wird. Ja, wie wir sehen, im Hintergrund mein The Last of Us Hintergrund. ja. Sony Computer. Spielerische Zelle automatisch. Speicherfunktion. Ja, sehr schön. Freut mich. Eigentlich freut mich das nicht, weil es ist besser, wenn ich das speichern kann, wie ich das will. Ja, ich schaue jetzt erstmal in die Option. Schwierigkeitsgrad. Was haben wir denn überhaupt zur Auswahl? Da unten drin. Leicht oder normal? Wir probieren es auf normal. Damit. Unter Befehle Anleitung. Was steht da? Wählen Sie die Anzeigeeinstellung für die Unterbefehlanleitung. Ein bla 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 bla. Heiligkeitsstufe. Können wir da variieren? Aha, das dann also heller oder dunkler? Ich würde mal sagen, ich lasse das. Ich gucke gerade mal nebenher auf meine. Oder beziehungsweise auf der Aufnahme natürlich, um zu sehen, wie unterscheidet sich das in der Aufnahme. Weil es bringt ja nichts, wenn ich es zwar dunkel stelle und man sich schön erschreckt, aber es ist so dunkel, dass man nichts mehr drauf sieht. Und von daher, ja, würde ich sagen, lasse ich es zur Sicherheit einfach mal auf Null, denn ich sehe es bei mir auf dem Fernseher bedeutend besser als auf der Aufnahme, denn da ist der hintere Bereich ziemlich duster. Bei mir ist es eher rötlich. Egal, ich lasse es wirklich auf Null. Alarmeffekt ein. Kartenausrichtung Spieler. Untertitel ein. Auf jeden Fall ganz wichtig. Zielgeschwindigkeit. Zielen? Was? Zielen? Ich dachte, das wäre ähnlich wie Project Zero. Mitternachtsmodus. Oh, cool. Mitternachtsmodus. Hallo. Egal. Gut. Ja, es bleibt jetzt nichts weiter über, außer neu starten. Das war das neue Spiel natürlich. Nochmal. Hallo. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, worauf ich mich einlasse. Ich sehe, wir haben wohl 12 Episoden. Und wir können. Ach du meine Fresse, es sind auch noch mehrere Kapitel.
Zielort, Charakter, Mission. Stark. Project Siren. Im Jahr 1976 verschwand ein Dorf. Irgendwas, bla, konnte ich lesen. Jahrzehnte später besuchte ein amerikanisches. Ey, meine Fresse, das ist nicht viel so schnell. Sorry. That don't look right. What is that? Did you feel that just now? It felt like everything shook for a second. What are they doing? I thought this was an abandoned village. Who are those people? Hey. Is she the actress that you guys hired? What? Shit! How could they have just murdered her like that? Goddamn psychos! Fuck! Fuck! Ein Schüler, der das Dorf aus dem Bla irgendwas. Ja, sorry, wenn ihr das mitlesen wollt, müsst ihr kurz Pause machen. A woman got stabbed! Tasukete! Hito ga shinda! Hello! Hello! Damn it! Where are the cops when you need them? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ah, wir haben eine Videokamera. Sehr cool. Übrigens, das, wo dieser die Person, ich vermute mal, dass das jetzt unsere Spielperson ist, die wir jetzt spielen, gerade drin war, das ist eine kleine Polizeistation, die ist wohl laut Erzählung in eigentlich jeder, ja, in jedem japanischen Dorf gibt. Fliehen Sie vor der Polizei. Was? Nein! Och nö. Ich will nicht vor dem Polizisten fliehen. Und so. What the hell? Kann ich irgendwas klicken? Kann ich irgendwas machen? Kann ich irgendwas sehen? Hallo? Alter, ich sehe so gut wie gar nichts. Das ist total verkribbelt. Hey, wait, what are you? What are you? Oh, holy crap! Ja, das ist doch ein Zombie, ein sprechender Zombie. No way. Kein Punkt. Aua! Hallo! Was? Aua! Aua! Der schießt auf mich! Irgendwas. Oh, ich bin tot. Ja? Gut, Mission fehlgeschlagen. Gut. What? Oh, holy crap, man!
So ein Mist. Fliehen sie vor den Polizisten? Ja, gut, das haben wir ja mitgeschnitten, aber fliehen, es sieht gut aus, aber irgendwie kommen wir in keine Richtung weiter. Manu, finde ich nicht nett. No way. Aua, der schießt schon wieder auf ihn. Ich komme ja auch echt nirgendwo lang, ne? Aha, mit R1 können wir zuschlagen. Damit können wir die Kamera eigentlich noch ändern. Dann sind wir hinten jetzt erstmal ein Momentchen in Sicherheit, sonst so lange dieser komische Truck hier nicht herkommt. Nee, das wollte ich auch nicht. Der hat da auch bestimmt auch ein Menü. Sind die vor den Polizisten? Sind die vor den Polizisten? Erreichen die das Haus? Welches Haus? Ah, hier. Alter, Mann, Alter, Mann, wie geil. Das wunderbar, was da gerade aussieht. Und so wie es aussieht, kommt da gerade der nette Polizist. Der Ding da quatscht auf. Oh, holy crap. Schleichen Sie durch das Fenster raus. Okay. Alles so mit tot, aber ich weiß nicht, wie ich weiß nicht mal, wo ich rauskomme. Ich schweige rein noch. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass. Boah, meine Fresse. Also die Steuerung hier ist echt mies. Alter, was ist denn hier nicht tot? Also die Steuerung, wie gesagt, ist echt furchtbar. Lang. Aufheben, Sakeflasche. Hier hat er schon. Nehmen wir einfach mit. Erstmal zur Sicherheit, erstmal ein Stückchen trinken. Die lauter an den Polizisten vorbei. Ich weiß nicht mal, wo der Kerl ist. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Bin ich da? Alter, so schlecht wie ich hier mit der Steuerung bin, Mann, das ist. Ah, der schießt mir die Tür auf. Ah, das ist gut. Ja, genau, da hat man schon die Knarre nachgesackt.
Alter, Alter. Weil ich sehe, wo ich bin. Hier muss man aber wirklich auch das hinterher rennen lassen. Und okay, also ich kann scheinbar wirklich auch mit den Dingen zu zuhauen. Wow, what? Muss den auch irgendwie machen, aber wieso kann ich den denn hier nehmen? Okay. Ja, irgendwie dieses Spiel ist extrem kompliziert. Die Steuerung ist unter aller Sau. Ich weiß wirklich nicht. Weiß ich nicht mal, was ich hier machen soll. Aber ich vermute mal, dieser kloppte Polizist kommt auch gleich wieder aus der Ecke. Erschlagen können wir bei dem Kerl definitiv nichts machen, der erschießt uns halt sofort wieder. Finde ich jetzt nicht sonderlich gruselig momentan, sondern eher extrem nervend. Ja, es ist halt in der ersten Folge direkt jetzt der dritte Tod. Und ich habe immer noch keine Idee, wo ich hier was machen kann, wo ich hier lang soll, bla irgendwas. Also, sobald wir jetzt zurückgehen, kommt der Fatzke da wieder. Das heißt, also, wir machen das jetzt anders. Wir versuchen, ob wir da lang flüchten können. Das können wir auch nicht. Mann, das gibt's doch wohl nicht. Was sollen wir denn hier machen? Verdammte Axt. Der vierte Tod. Ey, ich weiß nicht mal, was ich hier machen soll, verdammte Axt. Ja, ich würde sagen, damit mache ich dann erstmal ein Folgenpäuschen. Mit dem schönen Singsang da im Hintergrund. Überlege mir für die nächste Folge, was ich machen kann, soll, darf, whatever. Ja, damit wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Ja, ciao, euer Vogt.